Ja toll, die liegen da drüben. Wie soll ich denn das hinkriegen, darüber zu kommen? Ha, ha, ha. Das Spiel ist voll unfair. Das verarscht mich voll, ey. So. Was haben wir jetzt? Fange Meeresfrüchte, okay. So. Wo kriege ich denn die Zwiebeln her? Was ist das? Hey, du! Reissamen. Ich glaube, die haben wir. Verkaufen würde ich gerne. Und zwar die vier. Und die Regenbogenforelle verkaufen wir auch mit. Und wir haben schon wieder 4000. Oh. Wir sehen uns. So, das heißt, hier oben müssen wir eh gießen. Dann los. Ich glaube, Zwiebelsamen habe ich gar keine mehr. Dann muss ich schauen, wo ich die herbekomme. So, Zwiebel. Zutaten. Im Wald der Tapferkeit. Im Wald der Tapferkeit. Da oben. So. Na, wie geht's? Ja, wir kaufen gleich ein paar. So, passt schon. Wir sehen uns. So, wieder zurück. Okay. Er hat gesagt, er hat neue Möbel. Schauen wir mal rein. Ich gebe dir Deckung. Was ist denn das? Sei gegrüßt, Nachbar. Nee. 500. Freundlichen Dank. Das ist mir zu teuer für Ohrringe. Oh, eine pflanzenfressende Hallo. Blume. Kostet? Was? Was? Sei gegrüßt, Nachbar. 300. Da greift man zu. Da greift man zu. Alles andere ist mir zu teuer. Puh. Okay, wie sieht's denn eigentlich aus? Hier, das muss eh nicht gegossen werden. Okay. Ja, Donald, was mach mal? Geh mal schauen, ob wir für ein Maui ein 5-Sterne-Gericht herrichten können. So. Das war eher weiter unten. Das kriegen wir hin. Das heißt, das könnte man gleich in Maui bringen. So, dann esse ich auch noch schnell was. So, komm Donald, gehen wir zu Maui.
Maui ist hier drüben im Laden. Maui. Hey, hier drüben. Bitteschön. Du bist hier. Gut, wir müssen weiter. Danke, Ori, das riecht köstlich. Okay, jetzt kommt das Großartige. Gib mir deine Spitzhacke. So, das war's. Eine verbesserte und robuste Spitzhacke, die von mir verstärkt wurde. Jetzt ist sie stark genug, um sich durch alle mögliche, durch alles Mögliche zu hacken. Komm schon, du lahme Ende. Holen wir uns, was auch immer in den Trümmern des Sturms steckt, die ich dir gezeigt habe. Gern geschehen. Ja, dann komm. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Meintest du das hier? Oh, wie cool! Da ist mir eine Truhe angezeigt worden. Wo ist denn die? Also, was hast du gefunden? Ein Stück Sandstein. Oh, das erinnert mich an etwas. Ich habe vor dem Vergessen dem Dreamlight Valley das Feuer gebracht. Es gab eine schalenförmige Feuerquelle aus meinem Ozean, aber ich habe sie nirgendwo gesehen. Ja, das ist mein nächstes Geschenk an das Dorf. Wir werden sie nachbauen. Was sagst du dazu? Ich wusste, dass ich dich mögen würde. Okay, jetzt hör gut zu. Benutze dieses Stück Sandstein, um eine neue herzustellen. Du brauchst auch etwas Sand, Steine, Kohle und rote Blumen, wie dieser Bartfaden auf dem Hauptplatz. Wenn du alles hast, baue es einfach auf deiner Werkbank zusammen. Danach stellst du die Feuerquelle, inspiriert von meiner Wenigkeit, irgendwo im Dorf auf. Okay, bis bald. Tschüss. Oh, das heißt, hier hinten war aber jetzt ist keine Truhe. Aber wir können endlich da vorne den Weg frei machen. Bup. Und die Riesentrümmer, weg damit. Da ist auch eine Truhe drin. Siehste? So, nehmen wir alles mit. Und jetzt können wir endlich die hier zerstören. Oh. So, hier haben wir noch eines. Jawollo. Okay. Und wenn wir schon dabei sind, machen wir da gleich die Kleinen auch weg. So. Die 10.000 habe ich gerade nicht. So, nein. Hier ist wieder eine Truhe drin. So.
Aber warte mal, haben wir nicht drüben... Da haben wir auch so große, ja. Kann ich... Die Sachen kann ich noch immer nicht wegmachen. Okay. Oh, sorry. So. So, dann machen wir die zwei schnell auf. Kleidungsbeutel. Eine neue Frisur. Und hier nochmal. Oh, ein Dreifach-Ohrstecker in Bronze. Ulala. So. Gut, haben wir hier auch. Haben wir nichts mehr. Nur mehr da die kleinen. Okay. Da gehört wieder was gegossen. Das machen wir gleich. Und die Zwiebeln sind fertig. Nee, das ist die Baumwolle. Das ist die Baumwolle. Okay, wo haben wir die Baumwolle? Die Baumwolle ist... Habe ich noch gar keinen Reis? Raps? Hä? Ah, hier. Die sonnige Ebene. Okay. Bup, bup, bup. Angepflanzt werde ich bestimmt schon welche haben. So, und dann kaufen wir Chilischoten auch gleich noch ein paar. Boah, die sind teuer. So. Yeah. Gut. Zu Hause gleich wieder anpflanzen. Ach so, hi. So, die Baumwolle. So, dann kommen das jetzt alles wieder hier rein. So, die Feuerschale. Schauen wir mal, ob ich die schon herstellen kann hier. Perfekt. So, Granitfeuerschale. Wo passt denn die am besten dazu? Ich würde die tatsächlich einfach hier hinstellen.
So, und wo ist jetzt der Maui? Hopp. So, Maui. Hallo. Sieh nur, jetzt hast du das Feuer und eine verbesserte Spitzhacke. Das alles hast du mir zu verdanken. Maui, halber Gott und Held der Menschheit, erzähl es deinen Freunden. Hey, lass uns in Zukunft mehr solche Daten vollbringen. Das hat Spaß gemacht. Wow, schön. Okay. Weißt du was? Wenn wir nämlich schon hier sind, schauen wir gleich wieder, ob wir irgendwas wieder rausbekommen. So Garnelen oder so wäre nicht schlecht. Habe ich für dich eine Muschel bei? Natürlich, bitteschön. Oh yeah! Okay, er steht da jetzt noch immer annähernd bei. Okay. So. Jawohl, wir sind mit ihm endlich Level 10. Der nächste. Ja, sehr schön. Okay, warte. Ich danke dir. Es ist wieder ein Kabeljau. Eine Garnele habe ich. Okay, dann. Der Maui ist auch fischen. Früchte sammeln. Dann nehmen wir Maui mit. So, lass uns später abhängen. Er ist eh hier, das passt gut. Dann hängen wir mit ihm jetzt ein bisschen ab. Hey, wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Oh. So, dann schauen wir mal. Haben wir etwas für dich? Eine Jakobsmuschel. Bitteschön. Er ist instant auf Level 5. Ja! Oh, die sehen cool aus. Sind das Bilder? Möbelstück, ja. So. Ah, verdammt, was ist denn los jetzt? Das gibt's doch nicht. Meine Siegesserie ist komplett unterbrochen. So, dann haben wir hier gleich der nächste. Sehr schön. So, muss oben muss nichts gegossen werden. Okay. Oh, so schön. Wir können da jetzt einfach rüberlaufen. Nee.
Kriegen wir keinen. Okay. Oh, endlich können wir die Brücke nutzen. So cool. So. Haben wir noch was zum Essen? Hi, Goofy. So. Und der stört mich hier auch. So. Einen Hummer. Ne, er will eine Krabbe. Er will keinen Hummer. Okay. Hier ist der nächste. So, da ist auch schon wieder einer drin. Ja, damit. So, sehr schön. Ah, das geht sich nicht aus. So. Und dann gehen wir gleich verkaufen. Und dann macht mein Stitch sein Haus. Oh. So. Und zwar, wo bist du denn? Ja, hallo. Ich möchte gern verkaufen. Und zwar diese 8 Kabel, ja. Das hier und das hier. Und die 9 Stück auch. So, danke schön. Oh. Gut, auf zum schillernden Strand. So, dann bauen wir in Stitch sein Häuschen auf. Einen schönen Tag noch. Ja, bitteschön. Oh, ist das schön. Ich finde, das passt voll gut zum Strand. Reichtümer werden bald getrennt, weißt du? Mit der Palme und so, so schön weiß. Sehr schön. Das war... Okay, finde Stitch.
Der ist drüben auf der Brücke. Okay. Da steht er ja schon. Und er und unterhält sich mit Vaiana. Hallo. Du wieder. Ich habe etwas für dich gebaut. Du baust etwas für Stitch? Neues Raumschiff? Es ist etwas Dauerhafteres. Ein besonderer Ort für dich im Dorf. Oh. Besonderer Ort? Besonderer Ort wie zu Hause? Genau. Oh, Stitch möchte zu Hause haben. Ich bin Ori. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht an diesen Ort wegen des Vergessens. Himmel wurde dunkel und böse Nachtdornen wuchsen. Stitch geht ins Schiff. Hilfe holen für alle, aber brauche Treibstoff. Also komme zurück, finde Dinge zum ins Schiff packen, damit Schiff schneller ist. Was für Sachen hast du in deinem Schiff gepackt? Viele Sachen, Socken, Bücher, Nachtdornen. Du hast versucht, Nachtdornen als Treibstoff zu verwenden? Hat es funktioniert? Nein, nicht gut. Dann machten Nachtdornen meinen Kopf nicht gut. Habe mich verlaufen. Jetzt ist alles wieder gut, Stitch. Ori Achibaba. Ist meine Freundin? Wir sind hier alle Freunde. Willkommen zurück im Dreamlight Valley. Versprich mir nur, dass du all die Socken zurückgibst, die du stibitzt hast, okay? Ja, versprochen. Oh, ist das süß. Dankeschön. Dankeschön. Ein Geschenk. Okay. Das war jetzt alles Sockenvorrat. Diese Truhe enthält Socken, die Stitch als Treibstoff für sein Raumschiff verwendet. Glücklicherweise dürfte es niemanden stören, wenn du sie als Belohnung behältst. Cool. Okay, dann haben wir das erledigt.